Ja, herzlich willkommen für den heutigen Abend und auch für das Wochenende. Aishen hat diese Serie von 3 Wochenenden genannt Buddhismus auf gut Deutsch. Und das kann ja auch noch weitergehen, das ist nicht beschränkt auf 3 Wochenenden. Und dieser Titel Buddhismus auf gut Deutsch spricht mir aus dem Herzen. Das ist wirklich mein Herzensanliegen, das, was ich erfahren konnte an hilfreichem, heilsamen, aufweckenden in der Praxis dieser Tradition so leicht verständlich wie möglich zu vermitteln, ohne dabei die Tiefe und Weite dieser Tradition zu verlieren. Ich selbst komme aus einer langen Zeit, in der ich sehr, sehr traditionell praktiziert habe, im Rahmen des tibetischen Buddhismus die letzten 25 Jahre und davor im burmesischen Buddhismus, also Theravada für diejenigen, die den Namen kennen, und hatte schon in der Schule mit Zen angefangen. Das ist so mein Hintergrund. Und in den Jahren, die ich in Frankreich in einem tibetisch-buddhistischen Kloster verbracht habe, habe ich auch übersetzt aus dem Tibetischen Texte, Bücher. Weniges, also einiges ist veröffentlicht worden, aber eigentlich viel weniger als das, was unsere Arbeit war. Wir haben uns ganz auf diesen traditionellen Weg damals eingelassen. Ich war 21 Jahre Mönch, buddhistischer Mönch, und bin es jetzt seit 1,5 Jahren nicht mehr. Das ist also für diejenigen, die mich von vorher noch kennen, es hat ein gewisser Wandel der, wenn es mal salopp sagt, der Garderobe stattgefunden, aber es hat kein Wandel der inneren Ausrichtung stattgefunden. Was mir immer schon am Herzen lag, diese alte, kostbare Tradition selber zu durchdringen und Nutzen daraus zu ziehen für mich und es anderen zugänglich zu machen, hat jetzt einfach ein neues Gewand, eine neue Form gefunden. Ich lebe mit meiner Partnerin in meiner Frau in Freiburg. Und da ich Freunde in München habe und hier auch durch den DBU-Kongress vor 2 Jahren schon erste Kontakte hatte, habe ich mich entschlossen, tatsächlich auch mal die Einladung nach München anzunehmen. Und ich erinnere mich jetzt heute Abend an einen Vortrag, den ich 1981, im Alter von 22 Jahren, gehört habe von meinem Lehrer, der dann mein Lehrer wurde, viele Jahre später, Gendin Rinpoche, der nach Freiburg kam. Einmal kam er nach Freiburg. Also eins ist auf jeden Fall passiert, er hat da einen Schüler einkassiert an dem Abend. Ohne das zu wollen, ohne dass wir es auch so wussten, ich dachte, es war mein erster buddhistischer Lehrer, dem ich begegnet bin. Ein völlig unkomplizierter alter tibetischer Lama, der über den Herzensgeist des Erwachens sprach, Bodhicitta, über die Essenz der Lehre und einfach für mich ein Erleben, dass ich zum ersten Mal jemandem begegnet war, wo die Worte und das, was er ausstrahlte, so ganz eins waren, wo überhaupt kein, ja, da war kein Unterschied, keine Diskrepanz zwischen dem, was dieser Mensch verkörperte und das, worüber er sprach. Und das hat mein Leben transformiert. Das ist da, wo die Reise richtig Kraft bekommen hat, einem Menschen zu begegnen, der auf Tibetisch sprach, der keine andere Sprache konnte, mit Übersetzerin da war. Und ganz unbekümmert da saß und uns, ja, größtenteils junge Leute, über das erzählte, was er in 30 Jahren, der Zurückziehung als Mönch in, zunächst in Tibet, dann in Indien gelebt hat, was einfach für ihn die Herzensessenz des Buddhismus war. Das kam alles damals noch in sehr traditionellen Begriffen auch rüber. Also es waren viele Sanskrit-Worte noch, die benutzt wurden, viele tibetische Worte,
um das ja, irgendwie verständlich zu machen. Und ich war damals Praktizierender der Vipassana-Tradition, übte nur stilles Sitzen und mir waren Visualisationen und Mantra-Praxis und dergleichen völlig fremd. Das blieb auch noch eine Weile so. Die Begegnung mit diesem Lehrer hat vor allen Dingen mein Herz berührt und nicht direkt bewirkt, dass ich andere Methoden für meine Geistesschulung genutzt hätte. Und später, dann zum Ende des Studiums, bin ich mit meiner damaligen Frau zu ihm gegangen. Und dann haben wir erst als Paar 3,5 Jahre im Wald in unserem eigenen Häuschen unter seiner Anleitung praktiziert und dann als Mönch und Nonne weitere 3 Jahre, 3 Monate im Gruppenretreat. Und dann wurde ich von ihm gebeten, diese traditionellen Retreats über 3 Jahre, viele haben dann auch 6 Jahre gemacht, zu betreuen, als einer der Betreuer, als einer der Lehrer. Und das habe ich 17 Jahre gemacht. Und jetzt sitze ich hier und das Thema unseres heutigen Abends und des Wochenendes ist für mich, so wie ich es erlebe, über die Essenz zu sprechen. Was ist eigentlich das Wesentliche am buddhistischen Weg, in der buddhistischen Geistesschulung? Und was könnte für Sie wesentlich sein? Sie vermutlich haben einige von Ihnen schon ganz viel Berührung gehabt mit der buddhistischen Geistesschulung. Für andere ist es vielleicht der erste Kontakt überhaupt. Und mein Wunsch ist, dass jeder auf seine Art weiterfindet in die innere Herzenspraxis hinein, das, was uns wirklich befreien könnte. Da hat sich jemand entspannt und zurückgelehnt. So ein bisschen Party-Atmosphäre. Die Essenz der buddhistischen Lehre wird mit einem ganz einfachen Dreisatz beschrieben. Vermeide das Schädliche, kultiviere das Heilsame und befreie deinen Geist. Diese Formulierung stammt vom Buddha selbst, wobei dieses Wort befreien eigentlich auf Sanskrit oder Pali so etwas wie schulen heißt. Schule deinen Geist in dem Sinne, dass er dadurch einfach immer entspannter, immer freier wird. Und das ist bei allen buddhistischen Traditionen anerkannt als die griffigste, einfachste Beschreibung dessen, worum es auf dem Weg dieser Geistesschulung geht. Und das ist nun mal jetzt ganz wichtig, dass wir das auf uns anwenden. Das kann ja niemand für uns so von außen tun. Wir erleben vielleicht Unterschiedliches als schädlich und heilsam. Und obwohl es da viele Gemeinsamkeiten gibt, ist es ein individueller Weg. Wo beginne ich mit etwas aufzuräumen, was in meinem Leben mir nicht gut tut und was anderen nicht gut tut? Was möchte ich wirklich kultivieren? Was ist denn das, was mir heilsam ist und was allen anderen um mich herum heilsam ist? Und wie finde ich tatsächlich in diese Befreiung, in dieses Erwachen, von dem die buddhistische Tradition spricht? Vielleicht ist Ihnen das vertraut, dass das Wort Buddha bedeutet Erwachter, jemand, der erwacht ist. Und das Erwachen selbst heißt Bodhi. Es sind zwei Sanskrit-Ausdrücke und auf Deutsch würde man von Erwachen sprechen, aus dem Schlaf der Unwissenheit oder aus dem Verharren in mangelndem Gewahrsein. Das ist die absolute Essenz der buddhistischen Lehre, das Erwachen zu verwirklichen, kontinuierlich weiter zu erwachen, bis das Erwachen tatsächlich
bis wir so gewahr geworden sind, so bewusst, so klar, so einfach und unverstellt, dass ein waches Gewahrsein uns in allen Situationen begleitet. Und ein Buddha ist jemand, wo alle Schleier, alles, was dieses Gewahrsein, dieses grundlegende Gewahrsein, das wir alle in uns tragen, weil die Schleier, die das verdecken, aufgelöst sind. Und wir sprechen vom Auflösen aller emotionalen Schleier, also alles, was uns emotional das Herz verkrampft. Und wir sprechen vom Auflösen aller kognitiven Schleier, alles, was begrifflich, mental, über den begreifenden, bezeichnenden, denkenden Intellekt dazu führt, dass wir in Fixierung landen. Also emotionale Fixierung und kognitive Fixierung werden durchdrungen mit Gewahrsein, bis all unser Erleben ins Fließen kommt und wir im Geist und im Herzen frei sind. Das nennt man die Befreiung von Schleiern. Und dadurch passiert etwas, und das ist simultan, das ist so wie wenn man einen Vorhang wegzieht, dann kommt automatisch das Licht. Wir können den Vorgang beschreiben als das Eintreten des Lichtes oder das Wegziehen des Vorhangs. Aber das geschieht gleichzeitig. Und genauso ist das in unserem Herzen auch. Wenn wir unserem Herzen, unserem Bewusstsein, wenn wir Verspannungen auflösen, wenn sich Knoten lösen, Blockaden, irgendwas, wo unser Herz dran festhängt, dann kommen unsere natürlichen Qualitäten wieder zum Vorschein. Das Erste, was kommt, ist, dass wir uns entspannt fühlen, dass wir wieder mehr Freude spüren, dass zum Beispiel Dankbarkeit sich zeigt, dass Wärme kommt. Wir zum Beispiel, Sie kennen das vielleicht, Sie waren total gestresst, total schlimmer Tag, aber irgendwie kommt die Situation so, dass Sie sich hinlegen können, jemand gibt Ihnen eine super Streichelmassage, Sie können entspannen. Wie fühlen Sie sich danach, wenn Sie einfach mal loslassen können? Es geht uns doch allen so, dass wenn wir wirklich loslassen konnten und sich diese Blockaden gelöst haben, dass wir, wenn wir dann die Augen aufmachen, das Bedürfnis haben, dem anderen Danke zu sagen, ihn vielleicht zu umarmen oder einfach, dass diese natürliche Dankbarkeit und Liebesfähigkeit, dass das alles wieder zum Vorschein kommt. Und dieser Prozess, dass das, was in uns ist, zum Vorschein kommt, wenn sich die Spannungen lösen, das ist der Prozess des Erwachens. Und eigentlich gibt es gar kein Erwachen als etwas, so wie so einen stabilen Endpunkt, wo man so hingehen könnte und einmal erwacht, bin ich immer erwacht. Erwachen ist Leben, ist waches, offenherziges, bewusstes Leben und ist immer Prozess. Auch für den Buddha ist waches Sein ein lebenslanger Prozess gewesen. Nur gibt es dann tatsächlich offenbar, ich kann da auch nicht aus Erfahrung drüber sprechen, aber es gibt offenbar dann ein so freies, offenes Sein, wo es nicht mehr zwischenzeitlich zu Blockaden kommt. Es kommt nicht mehr dazu, dass sich das Herz zwischenzeitlich verschließt. Das würde man dann ein kontinuierliches, waches Sein nennen, also ein kontinuierliches Erwachen. Aber nie als ein Fixpunkt, wo sich ein Ich zum Beispiel drin einrichtet und sagt, jetzt bin ich erwacht und alles ist gut und jetzt kann ich machen, was ich möchte. Sondern Erwachen ist tatsächlich immer ein Prozess, immer ein neues, waches Erleben. Das weiter geht es jetzt erstmal mit dem Vortrag. Aber dieses kurze Spüren, ich meine, für einige von Ihnen wird das natürlich tägliche Praxis sein. Sie machen das vielleicht ohnehin schon ständig, dass Sie immer wieder Ihren Körper spüren, immer wieder spüren, wie Sie sich fühlen, in welcher Situation auch immer. Aber für manche ist es auch eine Entdeckung.
so innehalten zu können oder gleichzeitig, während ich jetzt zuhöre, während Sie jetzt zuhören, gleichzeitig weiter zu spüren, weiter Ihren Körper zu spüren, weiter zu spüren, was das mit dem Herzen macht, mit unseren Gefühlen und so nie ganz, wie soll man sagen, von mir weggezogen zu werden. Gut, wir sagen heute, wir sagen so, zentriert zu bleiben. Eigentlich bedeutet das, ein weites, panoramisches Gewahrsein zu behalten, indem ich nicht nur, jetzt die Worte höre und nachdenke, sondern gleichzeitig auch spüre, was es mit mir macht, eventuell sogar Antennen habe für die anderen, die im Raum sitzen und so ein weites Gewahrsein zulasse, in dem nichts ausgeschlossen ist. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip in der buddhistischen Geistesschulung, dass wir die Fähigkeit schulen, fokussiert zu sein, ganz aufmerksam, also sehr präzise und dabei auch unabgelenkt und frei wahrnehmen zu können, ganz präzise und zugleich, oder zunächst mal als Übung im Wechsel, ganz weit zu bleiben und nicht in die Enge zu gehen, nicht in die Verengung des Blickwinkels zu gehen. Also ganz, ganz weit und offen, während wir gleichzeitig ganz präzise wahrnehmen. Und diese präzise Wahrnehmung ist für mich zum Beispiel auch, und das gehört in jeder Situation dazu, den Raum wahrzunehmen. Haben Sie schon wahrgenommen, wie der Raum geschmückt ist? Also einfach wie der Raum, also was er für eine Atmosphäre bekommen hat. Hier die, sagen wir mal so ganz direkt, das wunderbare Farbenspiel und das Spiel der Formen. Also ohne zu benennen, einfach diesen unmittelbaren Eindruck wahrzunehmen. Was macht das, dass hier so wunderbare, ja, weißes, gelbes, grünes Licht einfach angestrahlt sogar mit der Lampe? Das macht etwas. Und dafür empfindlich zu sein, ist Teil des Entwickelns von Gewahrsein. Zu spüren, die Situation besteht aus mehr. Da hinten scheinen Rosen sogar aufgestellt zu sein. Und man merkt, es ist mit Liebe vorbereitet. Und das zu spüren und zu würdigen, ist Teil einer inneren Schulung in weiterem Gewahrsein. Immer, immer weiter und aber auch gleichzeitig präziser mitzubekommen, was tatsächlich um mich herum alles stattfindet und was in mir jetzt gerade alles stattfindet. Zu spüren von den Füßen bis hoch ins Becken, in den Bauch, im Brustbereich, Kopf. Zu spüren, während ich gleichzeitig auch zuhöre. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, jemand geht so durchs Leben. Sie würden jetzt so durchs Leben gehen, durch jede Situation, so integriert im Fühlen ihres ganzen Seins. Also auch die Ablehnung und Fragen und Widerstände, die jetzt kommen mögen, wenn das oder das gesagt wird und dann wieder die Zustimmung. Und es entgeht ihnen nichts. Sie bemerken das alle und da gibt es Momente, so Aha-Erlebnis. Ach, und das erinnert mich an jemand anders. Sie nehmen ihre inneren geistigen Bewegungen wahr. Es bleibt ihnen nichts verborgen. Stellen Sie sich vor, Sie gehen so durchs Leben. Wir lernen dann unglaublich viel. Wir lernen aus jeder Situation so viel mehr, als wenn wir weniger gewahr werden. Je mehr wir fühlen und mitbekommen, desto mehr können wir lernen. Man nennt das auch Achtsamkeit, was ich jetzt beschreibe, aber es ist viel weiter als eine nur zielgerichtete Achtsamkeit. Es ist ein Gewahrsein von allem, was ist. Und ich bemerke auch in diesem Gewahrensein, wie
etwas wirkt. Zum Beispiel bestimmte Sätze, die ich sage, haben vielleicht eine Wirkung auf sie und sie spüren die Wirkung und sie spüren, was das mit ihnen macht. Sie sind innerlich mit dabei und sie erleben diesen Prozess ganz, ganz wach. Und je wacher wir leben und erleben, desto mehr Verständnis entsteht für uns selbst, für die Welt, für wie Situationen entstehen, wie Menschen erleben, wie Menschen zu dem werden, wie sie sich jetzt gerade fühlen und wie sie sind, wie sie sich auch ändern können. Das, was wir Weisheit nennen. Sie haben vielleicht schon vielleicht vertraut damit, dass die buddhistische Geistesschulung auf Erkenntnis, auf Weisheit hinarbeitet, auf ein tiefes Verstehen von unserem eigenen Geist, unserem Herzen, von unseren Beweggründen, von den Möglichkeiten des Erwachens, aber auch den Möglichkeiten, sich zu verstricken, hin zu dem weisen Wissen darum, wie man aus der Verstrickung in die Freiheit finden kann. Das ist die Weisheit, von der die buddhistische Lehre handelt. Darum geht es eigentlich, zu wissen, in jeder Situation zu wissen, jetzt gerade ist mein Geist verspannt, okay, dessen bin ich gewahr. Ich bin gewahr, wie es angefangen hat, wie es dazu gekommen ist. Und ich weiß jetzt dank meiner Geistesschulung auch, wie der Weg zu gehen, wie ich mit mir selbst umgehen kann, um wieder in die Weite, in die Gelöstheit zu finden. Dieser Weg ist es ja, der uns beschäftigt. Immer der Weg aus der Anspannung, Stress, Leid, wie auch immer wir das nennen mögen, Enge ins Fließen. Aus der Fixierung ins Fließen, aus der Enge in die Weite, aus dem Leid ins glückliche Sein, in die Freude. Aus dem mangelnden Gewahrsein in ein umfassenderes Gewahrsein. Das sind diese Bewegungen, die uns interessieren, und das ist das Erwachen jeweils. Wenn wir nämlich hinschauen, was uns eng macht, was uns missgestimmt hat, aufwühlt, ärgerlich, immer wenn wir uns die Zeit nehmen hinzuschauen, merken wir, dass es etwas mit mangelndem Gewahrsein zu tun hat, dass wir nicht ganz gewahr waren, dass sich automatische Reaktionen eingestellt haben, reaktive Muster, die uns gefangen nehmen und gefangen halten. Und wenn wir dann aber bewusst werden und da hineingehen und spüren und uns die Zeit nehmen, das alles zu erleben und zu fühlen und mit Gewahrsein zu durchdringen, dann kommt es allmählich wieder ins Fließen. Und das ist Heilung. Das ist, wo wir heiler werden, wo wir runder werden. Heil in dem Sinne von mehr und mehr zu dem, was eigentlich unser Potenzial ist. Die Vorhänge werden aufgezogen und das Potenzial kann sich wieder neu als jetzt erfahrbare Qualitäten zeigen. Und diese Qualitäten, die sich da zeigen, die stellen wir allen zur Verfügung. Das ist Zentrum der buddhistischen Lehre, dass der Weg, den wir mit uns selber gehen, alles, was wir in uns an Qualitäten freisetzen, dass es natürlicherweise allen anderen zur Verfügung gestellt wird. Und ein schönes Bild dafür, was in der buddhistischen Tradition benutzt wird, ist das Bild der Sonne. Die Sonne hält ihre Strahlen nicht zurück. Sie verstrahlt ihr Licht, ihre Wärme, die mit dem Licht kommt, unterschiedslos an alle. Und das ist spontan. Da ist kein Denken dabei. Die Sonne denkt nicht, da will ich hinstrahlen und dort will ich nicht. Ein anderes Beispiel sind die Regenwolken, die auch in der Tradition oft dafür genutzt werden. Regen war in Indien ja etwas Wunderbares, ist ja auch für uns wunderbar. Wir brauchen den Regen gar. Und der Regen fällt überall unter der Regenwolke. Da wird nicht
ein Mensch, eine Parzelle, ein Haus ausgespart. Und so ist es mit den Qualitäten unseres Herzens auch. Wenn wir sie nicht blockieren, wenn wir nicht Filter, Vorlieben, Abneigungen da hineinwirken lassen, dann strahlt unsere Liebe und strahlen unsere Herzensqualitäten natürlicherweise aus und berühren alles, mit dem wir in Kontakt kommen. Das ist einfach so. Da brauchen wir gar nichts dafür zu tun. Und das nennt man die spontane Aktivität der Erwachten, wo erwachte Qualitäten, die Fülle der Qualitäten, die in uns vorhanden ist, die im Grunde genommen uns zur Verfügung steht, wo die sich spontan zum Wohle aller manifestiert. Man spricht da auch, man sagt dann auch nicht, und ich konnte es auch beobachten in Gängen Rinpoche und den anderen, da gibt es niemanden, der sagt, ich muss jetzt das tun zum Wohl der Lebewesen und dann eine Absicht verfolgt, sondern es ist, das Leben entfaltet sich ganz natürlich als Ausdruck dieser spontan wirkenden Qualitäten. Als Ausdruck der Freundschaft, das ist vielleicht noch ein besseres Wort als Liebe in dem Zusammenhang. Der Freundschaft, der Verbundenheit, die wir mit allen erleben, die uns begegnen. Wir haben etwas Gemeinsames. Jeder Mensch, den wir begegnen, hat etwas gemeinsam mit uns. Und diese gemeinsame Suche nach der Weite, nach der Offenheit, nach der Liebe, nach dem Glück, das verbindet uns. Genauso wie uns unser Schmerz, unser Leid, unsere Schwierigkeiten, unser einfach normales Menschsein auch verbindet. Es ist ja nicht leicht, Mensch zu sein. Das ist ja eine tägliche, stündliche, minütliche, jede Sekunde eine Herausforderung, Mensch zu sein. Weiter atmen, weiter essen, weiterlaufen, weitermachen, immer. Wir müssen uns ja schützen gegen Hitze und Kälte, anziehen, ausziehen, nicht? Alles, das ist ja ständig, wir müssen uns ja ständig damit beschäftigen. Und das zu spüren, so ganz grundlegend, wie uns das mit anderen Menschen verbindet. Auf dieser Grundlage teilen wir dann mit den anderen alles, was wir an heilsamen, am wertvollen in uns entdeckt haben, was wir zur Verfügung stellen können. Und das nennt man den Herzensgeist des Erwachens. Auf Sanskrit, Bodhicitta. Das ist das, was den Geist des Erwachens eigentlich ausmacht. Dieses spontane, warmherzige Strömen lassen von allem, was strömen möchte, was von sich aus strömen kann, es nicht zurückhalten, es nicht bremsen, es nicht nur für unsere Familie reservieren oder nur für die Personen, die uns zum Beispiel zustimmen in unseren Meinungen, die zu uns gehören, sondern es strömen lassen, in jeder Situation, in jeder Begegnung. Und das ohne irgendwelche Schranken zu setzen. Das wäre schade für diese Qualität und würde der Liebe, dem Mitgefühl, der Freude sofort Dämpfer aufsetzen, wenn wir sie beschränken würden, wenn wir sie nicht einfach frei fließen lassen würden. Das ist Bodhicitta. Und Bodhicitta, ja, beginnt mit einer Motivation, mit einem Wunsch, so offen zu werden, so frei fließen zu können, tatsächlich alle unterstützen zu können und wird dann gelebt als ein offenes Sein, in dem sich gar niemand mehr identifiziert mit dieser Offenheit. Es gibt im Erwachen niemanden, der erwacht. Das ist jetzt vielleicht ein Paradox, hört sich zumindest so an, aber es kann nur so sein. Im offenen Geist, wenn der Geist wirklich ganz, ganz frei wird und gar nichts mehr unser Herz beengt, keine Fixierung mehr geistig,
spürbar sind. Dann gibt es auch niemanden mehr, der sagt, ich habe das verwirklicht, das ist mein Erwachen. Das gibt es dann nicht mehr. Es ist weg. Es ist völlig unnötig, solche Beschreibungen da reinzunehmen, dass ein Ich jetzt erwacht wäre, dass es jemandem gehören würde. Es ist dann das spontane, natürliche Sein. Wir sind endlich einfach und unkompliziert geworden. Und natürlich gibt es da jemanden. Also jemanden im Sinne, dass es da einen Mann oder eine Frau gibt, die jetzt in einem ganz offenen Sein sind und wirken, Präzision und Weite, aber niemand identifiziert sich damit. Von daher, also und das ist mir auch ganz wichtig, gibt es niemanden, der im Grunde genommen je erwacht wäre. Ja, es ist eigentlich kein, es ist nicht so, wie wir uns das vorstellen. Wir sind erwacht, wenn wir uns selbst vergessen. Ja, so könnte man es vielleicht sagen. Und das nicht nur durch mangelndes Gewahrsein, indem wir einfach uns so so viel Bier reinkippen, dass wir nichts mehr merken, dann haben wir es auch vergessen, oder dass wir in völliger Unachtsamkeit handeln, sondern bei vollem Gewahrsein, bei voller Offenheit aller Sinne, ist alles so im Fluss, alles fließt, alles ist so offen, dass es nicht mehr zu unnötigen Gedankenformen kommt. Ich will nicht, ich bin das und ich bin nicht das. Und da wird diese Verbundenheit allen Seins wird so spürbar. Und der Trungpa Rinpoche sagt es immer so, dann wir gehen dann wirklich auf in diesem Sein und da ist dann keine Karotte mehr, die den Kopf aus der Suppe steckt und sagt, ich bin aber die Karotte. Nicht? Sondern es ist alles, alles geht in dieses, in diese Offenheit ein und da gibt es dann auch keinen Tillmann oder keinen sonst wie, der irgendwie so sagen könnte, aber ich. Und dieses ist dann in der Abgrenzung zum anderen. Der Buddha hat allerdings auch vom Ich und Du gesprochen, ganz problemlos. Ich gehe nach Benares oder wo auch immer. Ich werde morgen die Einladung annehmen und dort, ja, dort sein. Und aber das war nur, um diese Person mit dem Körper zu bezeichnen, ohne zu meinen, da gäbe es irgendetwas anderes als dieses, diesen Prozess des gewahren, liebevollen Seins. Und das, was ich Ihnen jetzt beschrieben habe, das ist für mich nach meinem Verständnis tatsächlich, und ich glaube, dass ich da auch wirklich richtig liege, weil es gibt viele Texte und viele Meister, die es genauso beschreiben. Das ist die Essenz der buddhistischen Lehre, das Entwickeln dieses Gewahrseins, das immer weiter wird, immer umfassender, vor nichts zurückschreckt, wo alle emotionalen Spannungen, all das, was der Buddha Leid nannte, all die verschiedenen Formen des Leids aufsteigen können, mit Gewahrsein durchdrungen werden. Und das Erleben geht weiter, ohne diese leidschaffenden oder spannungsschaffenden Fixierungen. Darum geht es auf dem buddhistischen Schulungsweg und ich würde gerne sagen, das ist gar nicht so buddhistisch, außer dass es natürlich was mit Erwachen zu tun hat. Aber dieses freie Sein und auch die Lehren in das freie Sein hineinzufinden, hat der Buddhismus nicht gepachtet. Sie können vieles von dem, was ich gesagt habe, auch aus anderen Richtungen hören und umso besser, toll, wenn es so ist. Je mehr Menschen sich darauf ausrichten und darin ihre Praxis finden, umso besser ist es. Und jetzt komme ich zum zweiten Teil meiner Einführung, meines Vortrags. Und da möchte ich Sie in diesem zweiten Teil hinübernehmen in den ganz persönlichen Bereich, in Ihren persönlichen Bereich, wo Sie Ihre Herzenspraxis haben,
ihre Herzenspraxis vielleicht weiter vertiefen möchten. Und das wird auch Anliegen des Wochenendes sein. Ich möchte Ihnen verschiedene Hilfestellungen geben im Laufe des Wochenendes, um zu einer Gewahrseinspraxis zu finden, wo Weisheit und Mitgefühl eins sind, wo Herz und Intellekt eins sind, wo Körper und Geist eins sind, also einer tief integrierenden Herzenspraxis, die diese innere, ja, wie einen inneren Weg uns weist, kleine Übungsschritte, die wir jetzt umsetzen können und die ganz unser Herzensbedürfnis spiegeln, wie wir uns entwickeln möchten und was wir kultivieren möchten in Form von täglicher Praxis, damit wir tatsächlich auch in diese weiteren Geistesräume hineinfinden. Herzenspraxis ist Ausdruck unseres Herzensanliegens. Was sind die tiefsten Anliegen in unserem Herzen? Worum geht es mir in diesem Leben? Nehmen wir uns einen Moment Zeit, dass jeder in sich hineinspüren kann. Wir machen das dann noch genauer, noch in kleineren Schritten, aber für heute Abend geht es vielleicht, dass wir einfach mal direkt fragen, worum geht es mir wirklich in diesem Leben? Wenn ich davon Erwachen höre, was ist für mich eigentlich Erwachen? Welche Qualitäten sind es, die ich tatsächlich in diesem Leben freisetzen möchte, die mir besonders am Herzen liegen? Wenn Sie jetzt etwas fühlen, benennen Sie die Qualität und spüren Sie diese Qualität und schauen, welche anderen Qualitäten da noch mit zusammenhängen, was da als zweites und drittes zum Vorschein kommt. Für welche Qualitäten lohnt es sich zu leben? Und was ist für mich jetzt gerade, heute, morgen, in dieser Zeit meines Lebens, in dieser Phase meines Lebens ganz besonders wichtig? Was würde ich gerne entwickeln, wenn ich es könnte? Benennen Sie innerlich das, was Sie spüren, damit es besser greifbar wird, dass es sich etwas verankert. Was wären für Sie jetzt die im Moment die drei wichtigsten Qualitäten? Merken Sie sich diese Qualitäten, auch wenn es natürlich mehr sind als die genannten drei. Merken Sie sich die, verankern Sie sich in Ihrem Gedächtnis diese Qualitäten. Ganz herzlichen Dank. Wenn wir den Prozess ausführlicher machen würden, dann würden wir in jede dieser Qualitäten hineinspüren, ihr mehr und mehr Raum geben und auch spüren, was diesen Qualitäten widerstrebt. Und dann beginnen damit zu arbeiten. Wie kann ich mir und natürlich später dann auch anderen beistehen, diese Qualitäten in mir freizusetzen, was für Schleier, was für Blockaden verhindern, das freie Fließen dieser Qualitäten und das mit Gewahrsein durchdringen, Übungen finden, die mich in dem Bereich unterstützen. Das ist dann die konkrete Arbeit des Herausfindens meiner Herzenspraxis. Für heute Abend möchte ich Sie einladen, gibt sicherlich ein paar Mutige unter Ihnen, dass wir so ein kleines Feuerwerk machen, ein kleines Feuerwerk von Qualitäten. Wenn Sie, bevor wir dann zu den Fragen kommen, Fragen und Antworten, wenn Sie
uns allen das Geschenk machen würden, so in den Raum reinzurufen, eine von den Qualitäten, die Ihnen wichtig ist. Wer nichts sagen möchte, wer eine, die zu intim ist, behalten Sie es für sich. Und dann immer, wenn jemand so eine Qualität gesagt hat, eine kleine Pause lassen, sodass wir alle in dem Moment in uns spüren, was dem anderen da so ein Herzensanliegen ist, dass wir das in uns aufnehmen, denn vermutlich hat es auch für uns eine heilsame Auswirkung. Wer mag mal anfangen? Also, ich fange mal an. Also zum Beispiel Einfachheit. Freiheit. Freiheit. Mut zu ehrlicher Kommunikation. Ja, Mut zu ehrlicher Kommunikation. Ich wiederhole, damit es dann in den Raum getragen wird. Kontinuierliches Gewahrsein. Kontinuierliches Gewahrsein. Tatkraft. Tatkraft. Vollständiges Annehmen. Anderen Vollständiges. Menschen in ihrem So-Sein. Vollständiges Annehmen anderer Menschen in ihrem So-Sein. Fürchte keine Wildheit. Fürchte keine Wildheit. Den Mut zur Wildheit, gell? Nicht fürchten. Okay, Furchtlosigkeit. Ruhigen Geist. Ruhigen Geist. Freude. Freude. Liebe im Überfluss für mich selbst. Liebe im Überfluss für mich selbst. Mich ganz geben. Mich ganz geben. Ungehinderter Herzensfluss. Ungehinderter Herzensfluss. Dankbarkeit. Dankbarkeit. Mitgefühl. Mitgefühl. Verbundenheit. Verbundenheit. Geduld. Geduld. Nicht blockieren. Nicht blockieren. Sanftheit. Sanftheit. Mit Freude. Mit Freude. Großzügigkeit. Großzügigkeit. Leichtigkeit. Leichtigkeit. Vertrauen. Vertrauen. Offenheit. Humor. Ich habe es nicht verstanden. Humor. Humor. Weisheit. Weisheit. Disziplin. Tiefe, echte Gelassenheit. Tiefe, echte Gelassenheit. Ja, da könnten wir ja noch eine Weile weitermachen, ne? Da ist da, aber merken Sie was, da kommt jetzt, dadurch, dass jeder so ein bisschen was spürt und hineingibt, da wird das abstrakte Erwachen sehr viel konkreter. Also es ist immer noch abstrakt, es wird immer noch über Qualitäten gesprochen, aber wir nähern uns schon dem an, das, wofür wir leben möchten. Und das ist so der. Das ist, warum ich an dieser Vortragsreihe Buddhismus auf gut Deutsch auch so interessiert bin. Es geht ja um einen zeitgemäßen Buddhismus. Es geht darum, um eine zeitgemäße Geistesschulung, eine Übungen, also eine tägliche Herzenspraxis, die wir unabhängig von allen Ismen, Buddhismus etc., unabhängig von allen Ismen praktizieren können, die uns gut tut und auf das ausrichtet und darin unterstützt, wo wir tatsächlich hinwollen und nicht die Vorgabe einer Religion oder eines Glaubens, einer Tradition, die uns sagt, das ist es, da musst du hin. Das ist nämlich tatsächlich passiert mit vielen von uns, dass wir uns auf diesem intensiven Weg, den wir schon gegangen sind, dass wir uns manchmal etwas von unseren Herzensanliegen entfernt haben, weil wir irgendwie gute Buddhisten sein wollten oder gute Schüler unseres Lehrers oder
einfach irgendwie einer vorgegebenen Form entsprechen wollten. Und bei einer wirklichen Herzenspraxis geht es darum, dass wir unser Herzensanliegen herausfinden, dass wir herausfinden, was dieses Herzensanliegen unterstützen könnte und was ihm auch im Wege steht, was es aufzulösen, zu betrachten gilt, womit es aufzuräumen geht, damit diese Qualitäten sich freisetzen können. Und das ist der Weg unserer Praxis. Und das ist ein Weg, der uns nicht entfremdet, das ist ein Weg, der uns immer mehr nach Hause führt. Immer mehr dorthin, wo unser eigentliches Zuhause ist, so wie wir es spüren. Und das kann sich für andere manchmal so anhören, wenn dann jemand sagt, keine Furcht vor Wildheit, dann kann man jemand anders vielleicht meinen, hä? Würde ich jetzt ja nicht so sehen. Ich muss eher etwas Geistesruhe entwickeln und etwas so Sanftheit. Ja, so. Und dann aber, es sind vielleicht nur unterschiedliche Ausdrucksformen desselben, aber wer weiß, für mich ist es so stimmig. Ich drücke es so aus, ich spüre es so und das ist, was für mich sich jetzt als heilsam anfühlt. Und nur den Weg kann ich im Grunde genommen gehen. Nur auf dem Weg werde ich immer authentischer. Da werde ich mehr und mehr zu dem, was sich da entfalten möchte. Und dann kann ich ja immer noch später das weiter bestimmen, weiter spüren, wo es dann lang geht, wenn ich dann keine Angst mehr vor Wildheit habe. Und dann geht es ja weiter. Das Erwachen geht ja weiter. Das weckt ja neue Kräfte in uns, nachdem wir mal das, was vordringlich notwendig war, nachdem wir das schon mal angegangen sind und sich da Prozesse vollzogen haben, dann kommt das Nächste, das wird dann sichtbar. Aber wenn man uns jetzt schon vom übernächsten und zehnten Schritt spricht und wir den ersten noch gar nicht recht spüren und uns da wie überholen, von links oder rechts einfach meinen, hey, du müsstest doch jetzt schon beim zweiten und dritten Schritt sein. Zum Beispiel der große Schritt, eine Liebe und ein Mitgefühl für alle zu haben, denen wir begegnen. Also so dieses große Ideal, das ist eine völlige Überforderung. Und es ist mir zwar ein schönes Ideal und man kriegt es auch manchmal so hin, aber wie viel Selbstverleugnung da eine Rolle spielt, wie stark man im Grunde genommen in Über-Ich-Modus oder im Eltern-Ich drin ist. Also ich habe viele gesehen, die sich mit zu starken Idealen, wie ich zu sein habe, im Grunde genommen wieder in ein Korsett reingezwängt haben, ein spirituelles Korsett. Und darum geht es nicht. Bei einer Herzenspraxis geht es darum, die Qualitäten zu spüren, nach denen ich wie hungrig und durstig bin, die mir wirklich gut tun würden und die ich in diesem Leben vorrangig dringend leben und praktizieren möchte. Es geht darum, aufzuspüren, was die kleinen Schritte sind, die wirklich praktikablen Schritte des täglichen Übens, die in diese Richtung unterstützt werden. So, da habe ich jetzt das Gefühl gerade, ich habe meinen Einführungsvortrag so abgerundet und würde jetzt den weiteren Teil des Abends für Ihre Fragen öffnen. Es wäre jetzt auch gerade eine gute Gelegenheit, wenn jemand kurz austreten möchte, dann wäre das jetzt auch gut, das zu machen. Ansonsten würde ich sagen, jetzt sind Sie an der Reihe und ich antworte dann auf Ihre Bemerkungen. Es ist übrigens durchaus möglich, nicht nur zu fragen, sondern auch einfach etwas zu teilen, etwas mit uns zu teilen. Bitte. Mich hat sehr angesprochen zu Anfang, wo Sie gesagt haben, wenn das Herz so verkrampft und verknotet ist und dann in das Gewahrsein zu gehen und dann sozusagen über das Bewusstmachen des Prozesses, so habe ich es verstanden, wie ich mich da oder wodurch ich mich da so verschlossen oder verknotet habe, dann wieder in die
Offenheit zu kommen. Mhm. Ich verstehe das so, und da wollte ich gerne nochmal nachfragen, das heißt, dass ich wirklich die hundertprozentige Verantwortung übernehme für das, was in mir im Gefühl entsteht, und keine Täter mehr benenne, keine Schuldigen mehr benenne, sondern alle Verantwortung in mir spüre und habe und übernehme. Ist das so gemeint? Ja, das kann durchaus eine Folge dieses Prozesses sein. So wie Sie das ansprechen, würde ich ganz behutsam damit umgehen und erstmal auch dessen gewahr werden, dass ich Täter benenne, dass ich mich als Opfer fühle, dass ich mich zum Beispiel nicht geschützt gefühlt habe, nicht respektiert gefühlt habe, dass ich mich hilflos fühle oder fühlte, je nachdem, ob es ein aktuelles Erleben ist oder auch eine Erinnerung. Und mir keine Vorgaben erstmal mache, wie ich mit dem Erleben umzugehen habe, sondern merke, ich bin in Täterprojektionen, vielleicht so fühle ich's, ich bin in Opfergefühlen oder Mustern, und das auch erstmal voll wahrzunehmen. Und wenn ich das wahrnehme und dann merke ich, da läuft ein ganz schöner Film ab in mir. Ich bin in einem Film, und den habe ich mir vielleicht schon tausende Male in meinem Leben immer wieder so erzählt, und ich beginne diese Gedankenketten, die sich da aufbauen, und emotionalen Gefühle immer mehr wahrzunehmen und frage mich immer, ist es denn tatsächlich so? Ist es so? Ja, erstmal ist es ja nicht so. Jetzt gerade sitze ich ja einfach hier bei einem Vortrag und ich bin weder Opfer noch Täter. So, erstmal erleben jetzt, und das, was ich emotional zum Teil als Film erlebe, sind, das ist nicht identisch. Jetzt, wo ich mich dem bewusst zuwende, erlebe ich zwar sehr viel, aber es hat aktuell keine Grundlage. Und so komme ich allmählich dazu, dass ich dann tatsächlich aus dem Gefühl des Opferseins und oder der Täterprojektion aussteigen kann, aber nicht, weil ich es mir untersage, sondern weil ich merke, das war eine Art, es zu erleben, aber es gibt jetzt schon ein anderes Erleben, und es gäbe auch andere Möglichkeiten, das zu sehen, was ich früher erlebt habe. Und so gehe ich sehr behutsam damit um, mit allem, was sich zeigt, ein nicht wertendes Gewahrsein. Das ist das allererste, und nicht mir schon vorzuschreiben, wie ich bewusst werde, sondern nur einfach bewusst werden. Und da tut es gut, immer wieder auf den Körper, auf die aktuelle Situation zurückzukommen, immer wieder mich so zu verankern und dann zu merken, Unterschied zwischen Film und tatsächlichem Erleben, dass ich dieses Unterschiedes auch gewahr werde und dann merke, wie ich mir meine Welt erzeuge und wie sie auch anders sein könnte. Da gäbe es noch viel drüber zu sagen, aber so wollte ich das eigentlich verstanden wissen. Bitte. Ja? Ich habe mich am Anfang deines Vortrags ist mir aufgefallen, dass du gesagt hast, also dieses von der Enge in die Weite. Ich habe das als was Aktives verstanden. Also wenn ich merke, ich bin in der Enge, dass ich dann mich aktiv in die Weite, ja, wenn ich die Methode kenne zum Beispiel. Mhm. Und ich selber war jetzt gerade in Beatenberg im Retreat, und da war immer das Thema, ja, jede Erfahrung, die du gerade machst, ist die richtige. Mhm. Und habe dann mir überlegt, also habe dann so kein Gefühl, wenn ich dann so was Aktives mache in dem Moment, wo ich beobachte, dann ist es ja schon wieder was, dann ist es ja schon wieder eine Reaktion. Genau. Das ist auch toll, dass du nachfragst, weil das wäre ein Missverständnis. Also auf Enge einfach mit einer Weite zu reagieren, bedeutet, dass wir die Enge noch gar nicht angenommen haben, dass wir sie auch noch nicht durchdrungen haben. Und der Weg von der Enge in die Weite besteht im vollen Annehmen und Durchdringen der Enge. Und darin zu merken, dass
dass jedes enges Erleben tatsächlich lebendig ist, dass es sich wandelt und dann finden wir durch das genaue Untersuchen, genaue Hinschauen in diese Erfahrung in eine allmähliche Weite, weil wir uns nicht mehr identifizieren mit dem Erleben. Die Enge kam nämlich dadurch, dass wir uns mit etwas identifiziert haben, mit etwas Unangenehmen, uns da verknotet haben, uns verkrampft haben und wir finden allmählich aus dieser Identifikation raus. Und dadurch entsteht die Weite, sie kommt dann wieder. Die natürliche Weite unseres Geistes kommt dann wieder. Und tatsächlich gibt es Methoden, mit denen man sich so wie in eine Weite so ein bisschen reinkatapultieren könnte. Könnte man. Gibt es gerade im tibetischen Buddhismus viele Methoden, die uns helfen. Allein dadurch, dass wir sie erinnern, dass wir zum Beispiel etwas visualisieren, dass wir sagen, okay, ich bin jetzt gerade eng, aber stell mir vor, ich habe einen Buddha im Herzen und der strahlt Licht aus zu allen Lebewesen und ich mache einfach direkt eine ganz weite, offene Visualisation. Und das wirkt, weil ich tatsächlich den Geist in etwas Heilsames, auf etwas Heilsames richte. Es hat eine sofortige, erleichternde, öffnende Wirkung. Aber, und das muss ich jetzt sagen, nach diesen 20, 30 Jahren der Praxis, in diesem Feld, ich habe, ohne es so bewusst zu merken, ich habe verdrängt. Ich wollte ein Gefühl nicht haben und habe es durch ein angenehmeres ersetzen wollen, durch eine angenehme spirituelle Übung. Und diese spirituelle Übung, zum Beispiel der Visualisation von Herzensweite, die in alle Richtungen ausstrahlt, speist sich aus der Ablehnung gegenüber etwas unangenehm, gegenüber der Enge. Und das ist es nicht. Das ist ein Bumerang, der auf uns zurückkommt. Da werden wir unauthentisch. Das ist nicht aus einem wirklichen Erleben oder einem Bedürfnis entstanden, das integriert, das schon das Schwierige und Enge und so aufgenommen, angenommen, integriert hatte, sondern wir sind rübergesprungen, wollten in ein angenehmeres Erleben und haben uns selbst etwas manipuliert. Und diese Form der Praxis ist nicht besonders hilfreich. Und deswegen finde ich das so wohltuend, dass du offenbar auch sagst, nee, das Spüren der Enge und das darin verweilen und das Durchleben dieser unangenehmen Empfindung, das ist offenbar auch Teil deines Übungsweges. Und das kann ich also nur begrüßen. Denn da verdrängen wir nichts, da manipulieren wir uns nicht und unsere Geisteszustände auch nicht. Ja. Ist diese Gefahr oft dabei, dass man buddhistische Übungen so benutzt, um Unbewusstes abzuwehren? Und wie kann man da rauskommen, wenn man drauf reingefallen ist? Ja, die Gefahr ist tatsächlich oft dabei bei den buddhistischen Geistesübungen. Es lässt sich oft beobachten in buddhistischen Kreisen, dass solche Prozesse stattfinden, dass man wie in ein heiles, spirituelles Feld wechseln möchte. Das ist jetzt aber kein spezifisches Problem der buddhistischen Lehre, sondern findet genauso statt, wenn wir christlicher Lehre, hinduistischer Lehre, marxistischer Lehre, materialistischen, hedonistischen Lehren begegnen. Überall findet dieser Prozess statt. Warum der sich im Buddhismus abspielt, ist, dass wir ja in einer grundlegend erstmal christlich geprägten Gesellschaft aufwachsen und jetzt auch die Vorgaben einer, wie soll ich denn das sagen, einer materialistisch ausgerichteten Gesellschaft, die das Angenehme immer anstrebt, so, ja, das umgibt uns. Und die Menschen, die zu buddhistischen Seminaren kommen, suchen mal schon etwas anderes. Sie suchen Alternativen zu dem, was sie bisher
erfahren haben und sind hoch motiviert, in ein anderes Erleben hinüberzuwechseln. Und es ist nicht so toll, wenn man ankommt in einem buddhistischen Retreat zum Beispiel, jetzt weniger in einem Seminar, aber in einem Retreat, wo man aufgefordert wird, wirklich einfach zu sein und zu meditieren, dass man dann zu hören bekommt, nee, schau dir erstmal einfach alles an, was du erlebst, wechsel nicht irgendwo anders hin, sei im Jetzt und das Jetzt ist höchst schmerzvoll und ich habe all die Gedanken an, was im Beruf schief läuft, in der Familie oder in der Ehe, es ist auch nicht gerade so top und das kommt alles hoch und mir wird gesagt, ja, das ist es, spüre es, ne? Gewahrsein, nicht wechsel, nee. Weiteratmen und ja. Wenn wir uns auch nur einen Strohhalm angeboten bekommen von etwas, mit dem wir da raus können, aus diesem unangenehmen Erleben, was es auch ist, eine Atemtechnik. Einatmen, ein bisschen halten, ausatmen und dann ganz tief ausatmen. Alles vergessen. Ich übertreibe jetzt. Aber was wir auch als Strohhalm angeboten bekommen, um irgendwie aus diesem leidvollen Erleben rauszukommen, wir ergreifen es. Wir nehmen es sofort. Und das passiert bei fast allen buddhistischen Lehrern, die Methoden anbieten, dass die Methoden so dann auch benutzt werden, um raus aus dem Unangenehmen ins Angenehme. Und dann sind Besucher von buddhistischen Seminaren auch hochmotivierte Gutmenschen. Das heißt, sie sind sehr idealistisch oft und tragen große Ideale in ihrem Herzen. Und die buddhistischen Meister verkörpern das auch und haben da auch viel verwirklicht davon. Und das führt zu einer Identifikation mit diesen Vorbildern und dazu, dass wir uns tatsächlich daran ausrichten wollen und so werden wollen und ein bisschen vergessen die kleinen Schritte mit uns selbst. Ich wollte nur was dazu sagen, weil ich das auch so gehört habe von sehr erfahrenen Buddhisten, wenn du mal auf den tibetischen Buddhismus mit seinen vielfältigen Übungsmöglichkeiten, wenn du dem konsequent gehst, dann brauchst du keine Psychotherapie. Mhm. Da war ich immer ein bisschen skeptisch, aber sie haben ja auch Erfahrung damit. Ja, gute Propaganda, ne? Aber unwahr. Ja. Ja. Es gibt sogar für jedes Problem, weil so viele Übungen gibt, findet man doch für jeden Topf den richtigen. Ja, das wäre ja so schön, wenn das einfach so, wenn das so einfach wäre. Es gibt, der tibetische Buddhismus ist, weil er ja eine Spätentwicklung des Buddhismus ist, ist ja fast die späteste Entwicklung, jedenfalls das, was wir jetzt kennengelernt haben, ist ganz, ganz reich an Methoden. Und wenn Praktizierende in der Lage wären, authentisch die Methoden anzuwenden, wäre alles in Ordnung. Aber dieses Wörtchen wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, das ist ja der springende Punkt. Wenn jemand zum Beispiel mit starker Traumatisierung kommt, in der Kindheit, schwer traumatisiert, ohne es groß zu wissen, kompensatorische Mechanismen sind im Gang, gut sein zu wollen, Frieden zu stiften, Mitgefühl zu üben, starke kompensatorische Mechanismen, um im Grunde genommen auch den Schmerz nicht zu spüren der schweren Kindheit oder der schweren Erfahrung, dann bieten sich die Visualisationen und Mantren des tibetischen Buddhismus geradezu an, um diese Funktion des Ausweichens zu erfüllen. Und können recht gut über lange Zeit aufrechterhalten werden. Weil sie sehr viel Heilsames auch stimulieren. Das tun sie. Sind dann schon auch partiell heilsam, aber das, woran wir da nicht wollen, was im Grunde genommen in unseren Mustern aber ständig weiterwirkt, das ist noch nicht bearbeitet, das ist noch nicht befreit. Und das ist wie, wenn man so in einer Zeitbombe lebt. Und da ist Psychotherapie natürlich schon sehr hilfreich. Psychotherapie ist ja was ganz Einfaches. Wir haben einen Gewahrseinsassistenten. Wir mieten einen Gewahrseinsassistenten. Das ist, was wir in der Psychotherapie machen.
einen liebevollen Gewahrseinsassistenten haben wir. Und der hilft uns, das Gewahrsein dorthin zu lenken und auch immer wieder zu lösen, wenn wir uns verhaken, so dass das heilende Prozesse stattfinden. Und wenn man das selber machen könnte, wäre es toll, aber hier gibt es halt jemanden, der das mit uns macht und uns hilft, das zu tun, bis wir es selber, bis wir es alleine weitermachen können. Es geht auch wieder bei der Psychotherapie nur um dieses Gewahrsein, um ein liebevolles, annehmendes, durchdringendes, verstehendes Gewahrsein, was auch immer für Adjektive Sie dann noch dazu nehmen, darum geht es. Da sagt doch im ersten, seine erste Weisheit ist, das Leben ist Leiden. Ja. Und dieses Leiden kann auch der Buddhismus nicht abstellen. Das heißt, ich kann es zwar durch Freuden ersetzen, aber Freuden ist ja wieder das andere Extrem, das auch wieder Leiden verursacht. Jetzt, wie viel Leiden muss der Mensch ertragen, um lebensfähig zu sein? Weil normalerweise tendiert man doch dazu, von einem Extrem ins andere zu fallen. Wenn ich mit Großzügigkeit Nachteile erlebe, werde ich wieder kleinlich. Wenn ich mich ja. Es wird sich ja irgendwo einbalancieren. Mhm. Also die Großzügigkeit alleine ist auch nicht die Lösung. Genauso wie die Kleinlichkeit nicht. Es ist die Mischung zwischen beiden, dieser Weg der Mitte. Also eine weise Großzügigkeit. Weise Großzügigkeit. Ja, das ist der Weg der Mitte. Nicht die halbkleinliche Großzügigkeit. Die weise Großzügigkeit. Aber ich antworte Ihnen auf die grundlegendere Frage. Die grundlegendere Frage ist ja die Frage nach dem Leid und ob es überhaupt ein Ende von Leid gibt oder ob man nicht irgendwie damit auch klarkommen muss, das Leben einfach so ist, wie es ist. Ganz klar, der Buddha und jeder Meister, ich war auch der Arzt dann später meines Lehrers, habe ihn begleitet in den letzten Jahren seines Lebens bis zu seinem Tod und menschliches Sein bedeutet, dass leidvolle, das heißt unangenehme Erfahrungen auftauchen. Unangenehme Erfahrungen. Alt sein. Alt werden. Das ist unangenehm. Wenn die Verdauung nicht mehr funktioniert, wenn das Herz nicht mehr richtig pocht, wenn was auch immer auftaucht, wenn man nicht mehr richtig laufen kann, wenn das Aufstehen schon tut weh und bis man mal so seinen Anlaufschmerzen da morgens durch gearbeitet hat und wieder einigermaßen in Bewegung kommt, das wird nie aufhören. Wer behauptet, dass das aufhört und dass das einfach nur pure Freude wird, der lügt. Der lügt sich die Rücken voll oder hat irgendwie noch eine Idee, da könnte irgendwie mal noch ein Wunder mit der Menschheit passieren. Was tatsächlich passiert, ist, dass dass die drei Formen des Leides, von denen der Buddha sprach und die sich auch sehr gut nachvollziehen lassen, das offenkundige Leid der unangenehmen Erfahrung, das in den angenehmen versteckte Erfahrung versteckte Leid des Anhaftens an diesem Angenehmen und das Leid, was durch die Identifikation mit einem Ich, mit einer Fixierung auf mein Ich entsteht. Diese drei Formen von Leid, die können sich auflösen, aber nicht die unangenehme Erfahrung. Das heißt, ich habe bei meinem Lehrer gesehen und bei anderen auch, dass er schwere körperliche Schmerzen beschreiben konnte und der Geist dabei völlig frei und gelöst war. Also nicht wie andere das machen würden, wo man das dann im Gesicht so merkt, die Spannung und dass er mir über schlaflose Nächte mit den und den Schmerzen sprechen konnte, in einer Heiterkeit und Gelöstheit, die ich total beeindruckend und authentisch fand. Und da ich dann tatsächlich in den letzten Jahren ihn zum Schluss dann täglich und sonst einmal in der Woche und so einfach genau deswegen aufsuchte und wir ständig über seine Symptome sprachen und ich ihn behandeln sollte dafür, habe ich das gemerkt, dass zwischen unangenehmer Erfahrung, also schmerzhafter Erfahrung und psychischem Erleben dieser Erfahrung, da ist der entscheidende Unterschied. Wie viel Leid füge ich dem ohnehin schon vorhandenen Leid noch hinzu? Es ist schon schlimm genug, alt zu werden. Und da hat unser Lehrer auch nie irgendwie irgendein Hehl draus gemacht, wie unangenehm das ist, alt zu werden. Und gleichzeitig
kann aber das Bewusstsein frei sein von einem, also von jeder Tendenz, daraus ein wirkliches Problem zu machen. Es ist unvermeidbar, es wird angenommen, es wird mit Gewahrsein durchdrungen und es ist einfach, wie es ist. Es führt dann nicht zu diesem zusätzlichen Leid. Das Gleiche können wir jetzt übertragen auf angenehme Situationen. Wenn dann der Schmerz mal weg ist oder wenn es uns dann mal gut geht und wenn wir tolle Meditationserfahrungen haben, dann auch da keine Identifikation, keine Fixierung und der Geist bleibt weit. Auch angesichts des Wandels natürlich, der prozesshaften Natur von angenehmen Erleben. Und die Weite des Geistes selbst gehört niemandem. Es gibt niemanden, der sich als das Ich aufspielt, was jetzt das alles erzeugt hat, das Erwachen oder die Befreiung oder die angenehme Erfahrung. Es gibt keine Identifikation mehr, die grundlegend einfach zu so einer ganz grundlegenden Spannung führen würde. Wenn diese drei Formen von Leid, die ich jetzt beschrieben habe, in dieser beschriebenen Weise aufgelöst sind, dann spricht man von Erwachen, obwohl das Leben mit diesem Körper, mit Hunger und Durst und angenehm und unangenehm weitergeht und da gibt's nichts dran zu rütteln. Der Körper wird eines Tages zerfallen, er wird sterben und daran lässt sich nichts ändern. Aber wie wir damit leben, da lässt sich ganz, ganz viel, ganz groß was ändern. Und das ist dann nicht ein Mittelmaß, so zwischen halb glücklich und halb unglücklich, sondern es ist dann tatsächlich ungetrübtes, freudiges Sein, auch in einem alten Körper. Das ist das Wunderbare, was ich tatsächlich erleben durfte. Ich kann es natürlich nur bei mir aus meiner Erfahrung nur sagen, dass mir das natürlich auch sehr geholfen hat, mit schwierigen Empfindungen umzugehen und ganz andere Lebenshaltung zu haben. Aber da konnte ich das bei einem alten Menschen tatsächlich damit erleben, also inklusive Schlaganfall und so weiter. Ganze Geschichten. Ja, Sie wollten was sagen. Ja, was Sie gesagt haben von dem Lama, den Sie noch mit bis in den Tod begleitet haben, dass Sie gesagt haben, dass er ja auch erzählt hat über seine Schmerzen und dass er eben nicht schlafen kann und dass er das aber trotzdem mit einem positiven Geist oder einem positiven Gefühl erzählen konnte, dass man eben nicht das Gefühl hatte, er leidet da jetzt so drunter, dass er sich ganz unglücklich fühlt. Und meine Erfahrung ist auch die, dass, jetzt bin ich natürlich noch nicht uralt oder so, sodass im Laufe des Älterwerdens und meine Erkrankung, die habe ich eigentlich erst mit 30 bekommen, die sich so langsam verschlechtert, merke ich doch, dass je mehr ich mit meinem Geist und meinem Inneren beschäftigt bin, desto stabiler und glücklicher bin ich in meinem Leben. Glücklicher, aber nicht, weil die Umstände sich von außen so zum Positiven verändern, sondern durch mein Selbst oder durch das, was ich mit mir und mit dem Universum so erlebe. Und da habe ich das Gefühl, und ich weiß nicht, weil ich war ja nicht dabei, ich gehe jetzt mal von aus, dass Buddha da auch bis zu seinem Tode durch auch sein Erwachen ja eine ganz andere Erfahrung dann gemacht hat, irgendwie, dass eben nicht die ganze Zeit nur noch Leid bis ins Sterben da war. Und da habe ich eben auch das Gefühl, das sehe ich jetzt nicht so, dass generell so ist, je älter wir werden, auch je kränker oder kränklicher wir vielleicht werden oder weniger dann funktioniert mit unserem Körper, dass wir deswegen immer mehr ins Leid verfallen. Also so ist mein Erleben nicht. Ja, das danke ich Ihnen dafür. Meins ist es auch nicht. Ich habe das Gefühl, trotz älter werdenden Körpers können wir glücklicher werden, also freier werden im Geist. Und das, meine Erfahrung ist auch so, dass ich umso glücklicher und freudvoller werde, je mehr ich mich den schwierigen Dingen zuwende, je weniger ich davonlaufe. Wenn ich bleiben kann in dem, was jetzt gerade unangenehm und schwierig ist, wenn ich Zoff habe mit meiner Frau, also jetzt nicht im klassischen Sinne Zoff, dass wir uns irgendwas an den Kopf werfen, sondern wenn es irgendwie Spannung gibt, Missverständnis, und dann einfach da drin, da zu entdecken, hey,
Selbst das, das ist ja nicht physisch, das ist ja jetzt emotional oder psychisch, selbst das lässt sich erleben und ist nicht mehr bedrohlich und es führt nicht mehr dazu, dass alles eng wird. Und auch da lässt sich Weite erleben. Also nicht nur im Prozess des Älterwerdens, sondern auch bei emotional herausfordernden Situationen. Und das wird auch beschrieben. Das sind Schritte in der Geistesschulung, dass wir uns zunehmend dem Schwierigen zuwenden und dass die Praxis genau darin besteht, immer wieder dorthin zu fühlen und auch dorthin zu gehen, wo Probleme sind, wo Menschen Unterstützung brauchen, immer wieder in die schwierige Situation reingehen. Und das ist der Test für die Geistesschulung und für die Weite, die und das Erwachen, dass wir spüren, wie können wir eigentlich mit Schwierigkeiten umgehen. Eigentlich zeigt sich das erst dort. Ja, das ist etwas, was ich in buddhistischen Meditationen oder Vorträgen teilweise sehr bedenklich finde, dass da immer das so ausgelegt wird oder oft ausgelegt wird, dass je älter wir werden, desto leidvoller wird alles, weil wir eben immer älter werden und weil immer weniger funktioniert. Und muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass das Leben so passiert. Ja? Also ich glaube nicht, dass wir alle nur diese Erfahrung machen, dass je älter wir werden, dass alles einfach nur viel leidvoller und viel schlimmer wird. Also das glaube ich einfach nicht. Ja, das haben Sie auch recht, das nicht zu glauben, weil Sie gehen ja von einer anderen, Sie füllen den Begriff Leid ja im Moment mit einem anderen Bedeutung. Sie sprechen jetzt nicht von den physischen Schwierigkeiten, von ja, Organen und so weiter, die nicht mehr so toll funktionieren, sondern Sie sprechen jetzt ja über das Erleben. Sie können ja glücklicher werden, obwohl Sie älter werden. Und Sie sprechen davon, dass Sie eine Krankheit haben, die Sie an den Rollstuhl bindet und dass Sie immer freier werden, obwohl Sie gleichzeitig auch noch älter werden und die Krankheit sind, dass Sie innerlich mehr Glück erleben. Und das ist ja die Wahrheit, über die ich auch zu Ihnen sprechen möchte. Das ist ja genau das, worum es geht. Nur ist es halt so, dass ein altes Modell von Körper irgendwie halt doch nicht mehr Gefühle von Fitsein freisetzt als ein junger Körper. Das lässt sich nicht ändern. Aber wie wir da emotional leben, ich kenne einige Menschen, die allein aufgrund ihrer Geistesstellung ihr Altwerden als beglückend erleben. Und weil wir in offeneren Geisteszuständen sind, kann auch ein alter werdender Körper noch sehr viel mehr an Freude erleben. Also wir können auch physisch, obwohl wir älter werden, mehr Freude erleben, weil unser Geist sich so stark ändert. Also Sie könnten zum Beispiel jetzt, ich erlaube mir das mal zu sagen, Sie könnten mit Ihrer Erkrankung könnte so wirklich was ganz Positives sein, weil es Sie zu dieser starken Arbeit mit Ihren geistigen Fähigkeiten bringt und Sie immer mehr Freiräume entdecken, sodass Sie sich aus der Identifikation mit dem Körper so weit lösen, dass die Beschränkungen und das Unangenehme, was damit einhergeht, gar nicht mehr als so einengend erleben, obwohl andere daran verzweifeln können. Und Sie gehen Ihren inneren Weg des Erwachens, der Befreiung, einfach jeder, so die kleinen Schritte des Alltags in immer freiere, offenere Geistes. Das ist möglich. Ich stehe auch, ich habe nicht das Gefühl, dass mein Altwerden mir wahnsinnig viel Leiden bringt, sondern ich erlebe ja jedes Jahr, was ich jetzt so zurückblicke, erlebe ich als noch beglückender als die vorhergehenden Jahre, obwohl gleichzeitig hier habe ich jetzt mehr Probleme mit Knien und Hüften und Verdauung, als ich es vorher hatte, aber okay, ist nicht tragisch. Also da verwechseln wir manchmal zwei Beschreibungen von Leid. Das eine ist die Beschreibung von dem Unvermeidlichen, einfach so sein, weil irgendwann endet es ja im Tod, da kann es ja niemand sagen, das wäre jetzt irgendwie noch der toll funktionierende Körper, der da stirbt, also wenn es ein natürlicher Tod ist. Da ist ja was, hat ja was stattgefunden, Lebenskräfte haben sich erschöpft, Organe schaffen es nicht mehr. Das lässt sich nicht wegdiskutieren und das hat im Erleben Folgen. Und auf der anderen Ebene ist das Psychische, das, was wir daraus machen, was wir aus unserem Leben machen. Und da findet die Befreiung statt. Nicht, dass wir meinen, wir könnten jetzt hier diesen Körper irgendwie aus den menschlichen Bedingungen so einfach rauslösen.
Der Buddha ist mit Schmerzen gestorben. Sie haben das vielleicht schon mal gelesen. Der Buddha ist an einem verdorbenen Gericht, was er gegessen hatte, bei einem Wohltäter, der nicht wusste, dass das Gericht verdorben ist. An dieser Nahrungsmittelvergiftung ist dann der Buddha gestorben. Und das war nicht angenehm. Er hat es mühsam geschafft, noch ein paar Kilometer zu gehen, bis zu dem Ort, wo er sich dann hingelegt hat und gesagt hat, jetzt ist meine letzte Stunde gekommen, das ist okay so. Und dann hatte er die geistige Freiheit, sich zu lösen von den Schmerzen und den Weg so weiterzugehen. Womit auch klar wäre, Erwachen bedeutet nicht, immun zu sein gegen Nahrungsmittelvergiftung. Also die Analogie möchte ich gerne aufgreifen. Und das ist eine Frage, die ich oft diskutiert habe. Auch nicht immun gegen Ärger oder gegen Streit in der Beziehung oder solche Sachen. Also da ist der Begriff Immunität ja nun schon weit, also das wird dann schon schwierig. Also wenn ein Mensch sich nicht mehr identifiziert und dann springt er, kommt er auch nicht dazu, dass er sich ärgert in dem Sinne von persönlich sich angegriffen fühlt und sich verteidigen muss und so, ja, auf die normale Art. Dann ist einfach, dann ist das ein offenes, weises, spontanes Handeln, was dem anderen, der ärgerlich ist, dann auch hilfreich ist, weil es nicht aus einem Machtgefälle, aus dem Behaupten von Machtpositionen heraus geschieht und so. Also, psychische Verstrickung, emotionale Verstrickung löst sich auf mit dem Erwachen. Das ist also was anderes als die körperliche Bedingtheit. Aber heißt das dann tatsächlich, dass also sowas wie Zorn oder Affekt auch wirklich nicht mehr stattfinden muss? Weil ich so gewahr bin, dass ich eigentlich von Anfang an eine andere Perspektive einnehmen kann. Sie können mich ja nachher zu meinem persönlichen Erleben fragen, aber tatsächlich ist es so, dass überall, wo emotionale Muster aufgelöst sind, dass die nicht mehr anspringen. Diese reaktiven Muster, die uns normalerweise zu Ärger und Zorn führen, die springen nicht mehr an. Wobei Ärger und Zorn aber nichts Schlechtes sind. Wenn ein Mensch, ein erwachter Mensch, Frau oder Mann, dass zum Beispiel sich ärgert auch darüber, dass Menschen ihre Chancen nicht nutzen oder was auch immer. Es gibt andere Situationen, die auch Ärger auslösen können. Dann kann es auch mal zu einem ganz ärgerlichen auf den Tischklopfen kommen oder zu einer zornig wirkenden Ansprache, die durchschneidend wirkt und eine Situation sehr viel effektiver ändert, als wenn man jetzt nur im Säuselton buddhistische Unterweisung geben würde. Also die Ärger und Zorn an sich ist nichts, also als Ausdruck unserer Sprache, unseres Seins, da ist nichts, was wir vermeiden müssen. Es ist die Frage, ob es wirklich hilfreich wirkt, ob es wirklich so geschickt ist, so mit einer Situation umzugehen. Das ist die Frage. Und ob natürlich innerlich Enge und Leid erfahren werden und äußerlich, was es halt für die anderen bewirkt. Aber erwachte Menschen scheinen eine, so wie ich es erlebt habe, eine solche Herzensweite zu haben, dass man die tatsächlich nicht ärgerlich erlebt. Und also das scheint, da habe ich jetzt in den 11 Jahren, wo ich mit meinem Lehrer zusammenlebte, keine Anzeichen emotionaler Verstrickung erleben können. In all den Situationen, wo ich ihn erlebte. Hat schon einiges durchgemacht, so. In der Zeit. Das ist der Bereich, wo aufgeräumt werden kann und aufgeräumt wird. Das sind diese Muster. Aber die meisten leben in einer Sonderwelt. Eine Sonderwelt? Die werden von der Bevölkerung ernährt. Das Kloster wird ernährt. Der muss sich nicht um seinen Lebensunterhalt kümmern. Sieh mal an. So ist es im tibetischen Buddhismus. Ja. Die machen das Kloster nur einmal im Jahr auf zu den Neujahrsfeierlichkeiten.
Da strömt die Bevölkerung hinein, ansonsten ist das Kloster zu. Ah, da das haben Sie Kloster so ein Kloster mal erlebt, oder bitte? Was? Haben Sie so mal so ein Kloster erlebt? Ja. Das gibt es. Das ja, das gibt unseres es. War die ganze Jahr offen und die ganze Jahr Unterweisung. So der arme, unser armer Lehrer musste ständig Unterweisung und ständig unsere Schwierigkeiten. Aber er musste nicht für seinen Lebensunterhalt arbeiten. Und der hatte ja viel mehr, als er brauchte. Das, die Menschen sind ja so dankbar. Ja. Das ja, okay, gut. Ich meine... Aber das ist doch Arbeiten. Was meinen Sie? Der würde doch, der ist doch nicht freiwillig gekommen. Gut, aber ich meine, das ist kein existenzieller Zorn, den er erlebt, oder keine existenzielle Wut, die er erlebt. Die erlebt der Bauer, wenn man ihm sein Grundstück, wenn die Ernte ausfällt oder sein Grundstück. Ah ja, jetzt weiß ich, worauf Sie hinaus. Ja. Das hat er uns übrigens auch erzählt, dass das für ihn wäre das... wäre das ein ganz wichtiges Zeichen gewesen, weil er war sich nicht sicher, haben sich diese emotionalen Muster tatsächlich aufgelöst oder nicht. Und er musste dann vor den Chinesen fliehen und war dann Teil von so einem Bautrupp, wo die Tibeter in Nordindien eingesetzt wurden, um Straßen zu machen. Und die bekamen da rationierte Mahlzeiten vom indischen Staat. Und dann hat er das, also einmal hat er schon erlebt, wie ihm in der Höhle der gesamte Sack Zampa, dieses geröstete Gerstenmehl, gestohlen wurde. Und schon da hat er gemerkt, dass da kein Wut mehr hochkam. Dann hat ihm jemand bei der Straßenarbeit sein Essen weggenommen. Und solche existenziellen Sachen, daran hat er gemerkt, dass diese Muster, da wütend zu werden, sich wirklich vollkommen aufgelöst hat. Da hat er das gemerkt. Das ist tatsächlich wahr, wenn man immer bauchgepinselt wird als der große Meister und so, das meinten Sie ja wahrscheinlich, dann hat man natürlich wenig Chance, ärgerlich zu werden, es sei denn, man wird nicht genug gepinselt. Und das, ja. Aber das stimmt, das ist mir ja auch so gegangen. Ich war ja einer der Leiter von dem Kloster, wo ich gelebt habe, und ich war immer in so einer besonderen Rolle. Und so eigentlich so, die alle schauten irgendwie ein bisschen auf zu mir, oder zumindest dachte ich, sie oder wollte es. Und in der Situation kam ich an viele meiner Gefühle gar nicht ran, wo jetzt meine Frau Ronja also richtig gut nachlegt und ich dann und ich tatsächlich an die Sachen rankomme, an die ich vorher nicht rangekommen bin. Und dann merke ich auch, dass ich natürlich eine große Spanne habe, dass es mir also leicht fällt, mit vielen Formen von Kritik umzugehen, wo andere vielleicht sich irgendwie ärgern würden. Also es ist tatsächlich viel entstanden. Andere, da gibt es aber andere Bereiche, wo sie was berührt in mir. Das wäre im Kloster nie berührt worden. Und daran muss ich arbeiten. Das ist meine innere Arbeit. Dann bin ich dankbar dafür, dass die Beziehung das hochholt. Weil das geht ans Eingemachte, ans Existenzielle. So, das meinten Sie wahrscheinlich, ja, diesen Unterschied. Und ja, oder ich stelle mir auch eine, sag mal, wie würde unsere Welt aussehen, wenn alle Buddhisten wären? Gibt es dann überhaupt einen Fortschritt? Gibt es einen Fortschritt, wenn alle Buddhisten wären? Ja. Was, jetzt erklären Sie mir doch mal Ihre Bedenken erstmal. Erklären Sie mir doch erstmal Ihre Bedenken. Ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Buddhist würde wahrscheinlich nicht das Flugzeug erfinden, würde keine Technik erfinden. Der würde nur sich mit seinem Innenleben beschäftigen. Ah. Ich meine, der wäre so versteckte Dummheit. Also ich glaube nicht, dass es da ein Prinzip gibt, Sachen nicht zu entdecken und nicht irgendwie nutzbringend einzusetzen. Also die waren ja also sehr stark forschend im Bereich der Medizin zum Beispiel, weil sie da richtig den Nutzen auch sahen. Da ist ein ganz, ganz großes Interesse, die Heilkunde voranzutreiben. Bei den Erfindungen, klar, aber ich meine, da haben wir unser Augenmerk in den letzten paar hundert Jahren da reingesetzt. Aber glaubt nicht, dass das ein Hindernis ist. Ich kenne jetzt so viele buddhistische Forscher und so, irgendwie scheint das die nicht zu bremsen. Also die Tatsache, dass sie buddhistische Geistesschule machen und gleichzeitig auch forschen, das scheint sie nicht zu bremsen. Vielleicht würde es sie bremsen, wenn ethische Bedenken, wenn zum Beispiel, sie wissen ja, Einstein und andere, so jetzt, die mitverantwortlich waren, dass es dann später mal eine Atombombe gab. So mancher hätte gern das Rad der Zeit zurückgedreht und hat Aussagen gemacht, wenn ich gewusst hätte, wie das verwendet wird,
hätte ich alles forscht in die Richtung unterlassen oder alles verbrannt und so. Und wenn natürlich solche ethischen Vorbehalte stark sind, dann kann ich mir vorstellen, dass jemand mit einer buddhistischen Geistesschulung aussteigt und sagt, nee, also das ist für mich so essentiell, dass ich da nicht bloß um der Forschung willen, um des sogenannten Fortschritts eine Forschung vorantreibe, sondern da habe ich ethisch solche Bedenken, dass ich es nicht verantworten kann. Ich kann es nicht mit meinem ganzen inneren Weg verantworten. Also da könnte ich sehen, dass tatsächlich das einen Unterschied machen würde. Aber das wäre eigentlich nicht so und sehr anders von irgendjemandem anders in der Welt, aus irgendeiner anderen Religion, der auch ein hohes ethisches, starkes ethisches Gefühl hat. Also es wäre nicht prinzipiell was anderes. Es gibt meines Wissens im Buddhismus nichts, was die Dinge auf dem Status quo festschreiben würde, wo man sagen würde, man dürfte jetzt nicht das Rad erfinden oder man dürfte nicht Maschinen erfinden. Also aber ich will ja bloß sagen, das ist schon klar, dass das kein Verbot existiert, aber mit dieser Lebensweise bleibt man ja immer auf dem gleichen Level. Ja, die weil Sache ist, die Leute, nee, das liegt nicht am selber beschäftigt, die sind zu zufrieden. Wenn man zufrieden ist, sucht man nicht ständig nach anderen Lösungen. Es ist nicht, dass man mit sich selbst fühlt. Die sind gar nicht mit sich selbst fühlt. Das Interessante ist ja, dass wenn jemand das wirklich praktiziert, dass er sich selbst vergisst. Dass er gar nicht mit sich selbst beschäftigt ist, sondern in einer Präsenz lebt, die so aus sich heraus so erfüllend ist, dass gar nicht nach Alternativen gesucht wird. Also die Spülmaschine hätte nicht erfunden werden müssen, weil das Abspülen selber und kein Problem ist, sondern eine sehr erfüllende Tätigkeit und nicht diese Idee des Zeitsparens so im Vordergrund steht. So viele Dinge sind ja erfunden worden, um Zeit zu sparen, aber dieses, zum Beispiel gibt es im Tibetischen kein Wort, also so wurde mir das zumindest von tibetischen Übersetzern gesagt, kein Wort für Langeweile. Gibt's nicht. Ja, eine Langeweile zu haben, das ist ja schon sehr schön, aber Langeweile zu haben, also sich zu langweilen, dass da überhaupt dieses nicht zufrieden zu sein mit, dass es nicht genug Ablenkung gibt, nicht genug zu tun. Wir haben es da schon mit einem anderen Erleben zu tun. Das ist wahr, was Sie sagen, dass dieses Erleben im So-Sein nicht gerade forschungsfördernd wirkt. Ja, aber die Rinpoche fahren jetzt auch Autos und reiten nicht mehr auf dem Pferd. Und die haben jetzt inzwischen auch schon Zeitprobleme. Genau. Müssen, ja, genau. Ja. Also Sie sehen, also ist, glaube ich, ist nicht die Sache, die an sich schädlich ist, sondern der Umgang mit den Dingen. Und ja. Bei der Atombombe, wenn man gewusst hätte, dass man die auch schädigt, dass der zunächst sieht man ja nur das Positive. Ja. Und dann irgendwann kommt bei allen Entdeckungen und Erfindungen und ja. bei allem Fortschritt kommt der Punkt, wo es ins Gegenteil umholt. Und genauso ist es mit dem guten Leben. Ja. Irgendwann mal wird auch das gute Leben zum Nachteil. Denn Buddha hat ja selber gesagt, das Ziel ist der Ausstieg aus dem Kreislauf der Wiedergeburten. Weil eben jede Wiedergeburt wieder leidvoll ist. Ja, wenn sie in diesem engen Gewahrsein sind. Und er ist ja auch in dieses Paranirvana eingetreten, aus dem er nicht mehr wiederkommt. Ja. Und jetzt? Ja. Was ist jetzt der Punkt, den Sie machen wollen? Dass das Leben leidvoll ist und dass man eine gewisse Dosis an Leiden toleriert. Das lasse ich Ihnen. Bitte? Bin ich einverstanden? Ja, okay. Da wollte ich wissen, ob da die Grenze liegt oder ob es da irgendwie. Die Grenze liegt da, wo Sie es nicht mehr tolerieren können. Okay. Wenn Sie es tolerieren und annehmen können, dann ist es okay so. Dann ist es einfach in Ordnung. Das ist die Grenze. Es ist immer eine individuelle Grenze. Das kann man nicht für alle sagen, wie viel Leid es im Leben haben darf. Ja, bitte. Es geht über den tibetischen Buddhismus und ich habe schon einige Übungen im Shamatha-Haus, aber irgendwann kommt man dann zur Nendro, zu den Reinigungsübungen und das waren also absolute
Vajrayana-Praktiken mit Göttern und vervielfachen und da konnte ich überhaupt nichts mehr anfangen. Aber ich habe dann gehört von einigen Lehrern, wenn man da nicht durchgeht, es wäre unabdingbar, um überhaupt dann das Erwachen zu erreichen, auf diesem Mahamudra oder zu Chenis. Und da kämpfe ich manchmal noch mit mir, weil ja, bin da ziemlich verunsichert. Also es haben genug. Ich kann wenig anfangen damit. Ja. Das ist einfach fremd noch. Ja, es haben genug Menschen das Erwachen verwirklicht, ohne durch diese Übungen durchzugehen. Und was aber wesentlich ist, dass diese Übungen, die unterstützen bestimmte Qualitäten. Und diese Qualitäten, die braucht es. Das ist tatsächlich unabdinglich, um in diese offenen Geisteszustände zu finden. Zum Beispiel Dankbarkeit ist das Erste. Die Kontemplation des kostbaren Menschen-Daseins soll Dankbarkeit freisetzen. Und die Kontemplation über Vergänglichkeit, Tod und Wandel, ein Gefühl von Dringlichkeit, sodass man wirklich sich dem Wichtigen widmet. Und dann geht es so weiter bis in die Praktiken der Niederwerfung mit der Zuflucht. Und das steht dafür, dass man wirklich weiß, wo man lang möchte, dass man seine innere Ausrichtung kennt im Leben. Und dann die Praxis mit dieser mit dem Buddha, Vajrasattva über unserem Kopf, wo wir all die schädlichen Handlungen uns anschauen und den Geist des Erwachens da hinein einladen. Nicht die Praxis ist die Vorbedingung, dass wir in offene Geisteszustände eintreten können, sondern dass wir frei werden von Schuldgefühlen, dass wir mit unseren Mustern aufgeräumt haben, dass wir Gewahrsein in die Schatten hineinbringen. Darum geht's in der Praxis. Und nur dafür kann man sagen, ja, das ist notwendig fürs Erwachen. Aber man muss deswegen nicht tibetischer Buddhist werden, um das Erwachen zu erlangen. Ja. Aber diese Qualitäten, die brauchst du. Es kann niemand ins Erwachen finden, wenn dann noch Schuldgefühle und ständige Abwertung von einem selbst stattfinden. Das geht nicht. Das widerspricht sich. Und damit muss aufgeräumt werden. Und dafür sind diese Praktiken da. Und so könnte ich mit Ihnen durch jede dieser Praktiken durchgehen und Ihnen aufzeigen, um welche Qualitäten es da geht. Und dann wird es sofort offenkundig, dass es diese inneren Prozesse sind, die notwendig sind und nicht das Ausführen des formellen Rituals oder der Methode, dieser spezifischen Methode. Gut. Ja, bitte, bitte. Ich habe auch noch eine Frage, mir steht gerade die Frage, wo ich eigentlich die Grenze ist, wir sprechen auch immer davon, dass sie mir hier erwacht und wie sie nicht erwacht. Und ich habe das eigentlich so verstanden, dass es irgendwie ein Prozess ist, der irgendwie stattfindet. Ich frage mich, wann merke ich, bin ich erwacht oder nicht? Oder sind Sie erwacht? Oder wo ist die Schnittstelle zwischen? Wo ist die Schnittstelle, ja. Weil wenn Sie sagen, dass jemand erwacht, dann klingt es für mich immer so, boah, der war jetzt 20 Jahre eben. Irgendwo. Kloster? Oder? Kloster, ja. Ja. Das ist toll, dass Sie uns damit auch nochmal wirklich zum Thema zurückführen. Erwachen ist immer im Grunde genommen ein wacher Werden. Es ist, solange wir noch mit diesem Wort arbeiten, ist es ein Unterschied zu vorher. Weniger wach und wacher. Und manchmal pennen wir wieder ein bisschen ein und dann werden wir wieder wacher. Und ja, das ist, worum es eigentlich geht. Und das ist das Einzige, was wirklich relevant ist für unsere Praxis. Und dann gibt es Definitionen für Momente des Erwachens, Momente der Einsicht. Und was die beschreiben, sind Momente, in denen das Gewahrsein so offen ist, dass es in keinerlei Fixierung mehr operiert oder sich verfängt. Auch nicht mehr die Vorstellung von einem solide, stabil existierenden Ich, einem Selbst. Das sind jetzt die sprachlichen Definieren, aber als Erfahrung sind das Momente des Erlebens, die tatsächlich dieses innere Freisein spüren lassen, eine Einfachheit, zum ersten Mal hat man das Gefühl, normal zu sein und braucht auch nirgendwo mehr hinzurennen, um jemand zu sagen, jetzt, ich habe das Erwachen erlangt, all das fällt weg.
Es gibt keine Notwendigkeit mehr, sich zu beweisen in dieser Welt. So vieles und so viele Ängste fallen auch weg. Da gibt es viele Anzeichen dafür, dass dieses Wacherwerden tatsächlich an den Punkt gekommen ist, wo es in ganz existenzielle Bereiche hineinwirkt. Das ist aber dann ein tatsächliches persönliches Erleben und das ist auch nicht stabil. Das ist tatsächlich dann, ja, dann gibt es dieses Wissen, dann können auch noch verbleibende Muster wieder dazu führen, dass sich das alles wieder ein bisschen verschließt und dass es sich später wieder öffnet. Und dann, wie weit dieser Prozess geht, und so, das ist dann dieser fortlaufende Prozess des Erwachens. Und jeder kann erwachen, jeder. Und es gibt niemanden, von dem man behaupten könnte, er sei nicht erwacht, weil im Prinzip erleben wir das sogar täglich beim Einschlafen. Dieser Moment des Loslassens beim Einschlafen ist ein Moment, wo wir uns vergessen tatsächlich, nur halt nicht bei vollem Gewahrsein. Und wenn wir so loslassen können, wie abends beim Einschlafen, wenn wir so bei vollem wachen Gewahrsein uns so öffnen und entspannen können, wie in dem Moment, dann nennt man das Erwachen. So. Ja, wie Buddha, Bodhisattva-Stufe werden, das? Ei, wie das denn jetzt, diese Stufen, da will ich ja nicht hin. Ich will ja nicht in diese Kategorien von den Bodhisattva-Stufen. Das ist ja etwas, genau dieses Denken mit den Stufen und so, das nährt dann so viel spirituelle Ambitionen, so ein Wollen, dann will ich irgendwo anders hin. Und was, worum es mir jetzt gerade geht, ist wirklich dieses Vertrauen zu nähren, dass das ja ohnehin schon in uns ist und in dieser Öffnung, die wir im Grunde genommen kennen, auch so beim Mittagsschlaf, wenn wir mal beim Mittagsschlaf so wegnicken und dieser Moment des ganz Loslassens. Darum geht's eigentlich, das bei vollem Bewusstsein so loslassen zu können, wie da. Und da helfen uns diese Bodhisattva-Stufen, zu denen ich Ihnen natürlich antworten könnte, aber jetzt weigere ich mich gerade. Ich hoffe, Sie können damit leben. Ja. Was mich interessieren würde... Kleinen Moment, das ist eine Frage. Ich hätte schon noch in meiner Absicht einen Erwachungsschub noch entgegenzusehen und erlebe mich immer wieder, wenn ich in Alltagssituationen irgendein kurioser Fall an mich zukommt, dann meine ich, ich könnte da helfen. Ja. Ich bin dort, wo Leute große Ängste haben, mehr Schulden als Vermögen und nicht wissen, wo sie hingehen und manche sogar mit Selbstmord und manchen auch das ausführen. Mhm. Und ich stelle mich halt dort wieder hin und dann bin ich aber mit den Fällen doch so beschäftigt, dass ich mich hinterher oft frage, wäre es fürs Erwachen nicht glücklicher, ein halbes Jahr in einen Retreat zu gehen? Ja. Was sagt hier ein Meister? Keine Ahnung, was da ein Meister sagen würde. Also, was ich so sagen würde aus meiner persönlichen Erfahrung ist, dass was Sie machen mit dem die Unternehmen aus der Krise rausholen, ja, aus der totalen Schuldenkrise rausholen, das ist das, was wir mit unserem eigenen Geist machen sollten. Was Sie da schon äußerlich anderen anbieten, dass sie sich den schlimmsten wirtschaftlichen Situationen zuwenden, so sollten wir uns den schlimmsten Abgründen in unserem eigenen Geist erleben, zuwenden und dort hinein Gewahrsein bringen. Da findet wirkliches Erwachen statt. Erwachen findet nicht statt, indem wir irgendwo anders, mit unserem Geist irgendwo anders hingehen und so nur heilsame Erfahrung, sondern in dem Verknoteten, in dem Verstrickten, da zu entdecken, dass es keine Substanz hat, dass es unglaublichen Freiraum hat, inmitten des so belastenden Erlebens, da ist das Erwachen. Das ist dann tatsächlich etwas, was auch Belastung standhalten wird.
Also, ein halbes Jahr Retreat ist nicht schlecht, aber es geht um diese, es geht darum, diese selbe Arbeit, die Sie jetzt äußerlich machen, innerlich zu machen. Mhm. Mhm. Na bitte. Meine Frage hat mit Ihrer ein bisschen was zu tun. Es geht auch um Beruf und, also ich bin eine Art Lehrerin und ich stelle schon mit Bestürzen fest, wie viel Druck in so einer großen Schule von allen Seiten auf alle Leute einstürzt und wie wir uns den gegenseitig auch weitergeben. Und ich halte mich eigentlich für ein menschenfreundliches Wesen, aber ich merke dann, wie mich das irgendwie, ja, wie mir das Kraft nimmt und auch so Freude nimmt. Ich kann dann selber, ich lasse mich verunsichern dadurch. Also ich habe manchmal das Gefühl, ich darf da gar nicht freundlich sein, da gelte ich dann als schwach oder irgendwie. Also es ist ganz fatal, das behadere ich oft damit. Es bestürzt mich. Ich nehme das auch so in der ganzen Gesellschaft wahr, im Arbeitsleben, dass der Druck so zunimmt. Ja, und da braucht es eine ganz stabile innere Praxis, um da nicht Druck weiterzugeben und selber sich den Druck auch nicht aufzuladen. Das möchte ich mit Ihnen auch teilen, wie wir so eine Praxis aufbauen können. Ja, das ist das, was ich normalerweise auch versuche, Menschen zu ermöglichen. Der Schlüssel ist eigentlich ein einfacher. Das zumindest, wenn man es jetzt so mit Worten ausdrückt, ja. Der Schlüssel ist, ganz präsent zu bleiben, immer verbunden zu bleiben mit meinem inneren körperlichen Erleben, mit dem, was ich fühle, mit all den Gefühlen, und da in dieser achtsamen Präsenz tief drin zu ruhen. Und diese Ruhe, das muss ich natürlich außerhalb der Schule erstmal üben, damit ich das dann in den Schulalltag reinbringen kann. Das ist eine Übungsfrage. Aber also mir ist da jetzt wirklich so ein Bild gekommen. Sie gehen durch die Schule und Sie sind innerlich wirklich bei sich und zugleich offen. Und dann kommt jemand, dann gehen Sie ins Kollegium und Sie kommen rein ins Lehrerzimmer und es stürmt auf Sie. Dann haben Sie den Zettel im Fach und dann will der Kollege mit Ihnen sprechen. Und dass Sie so innerlich verankert bleiben, so in sich ruhen, dass Sie aus nichts, was da kommt, ein Problem machen, sondern es bleibt bei den Herausforderungen, Ansprüchen und so, aber Sie brauchen nichts weiterzugeben, weil Sie sich selber auch nicht die Last aufladen. Das muss man aber üben, sobald wir uns da geistig in unserer Gedankenwelt drin verstricken und die meinen, die Probleme für die anderen lösen zu müssen und deren Stress irgendwie ausgleichen zu müssen. Und immer springt das Ich in uns an. Ich muss da was machen. Ich sollte. Und dann fallen Kollegen aus und ich mache noch mehr. Und dann, ja, also diese ganze, dass Ich immer stärker wird, dann kommen wir ins Schleudern, dann erleben wir Druck, dann geben wir Druck an andere weiter. Und es ist nicht einfach, sich daraus zu befreien, aber die Übung einfacher Präsenz, immer wieder ins Gewahrsein des Jetzt zu kommen, ist tatsächlich der Schlüssel dafür. Und das hilft in jeder Situation. Und das ist das, was ich normalerweise in Retreats, also in mehrtägigen Retreats auch mit Menschen übe, teile und selber auch praktiziere. Auch ich kann, obwohl mein Leben ja so privilegiert ist, aber auch ich kann unter Druck geraten und weil viele Ansprüche sind und wahnsinnig viel Kontaktanfragen und E-Mails und dergleichen. Dann geht es nur noch ums Erfüllen von irgendwelchen Aufgaben und dann kenne ich aber auch die inneren Wege, wie ich da wirkliche Freiheit erleben kann. Im Tun und im Lassen. Ne? So, die wirkliche innere Freiheit. Es gibt es. Danke Ihnen ganz herzlich.